Und damit herzlich willkommen zurück zu Clockwork Knight 2. Mal kurz wieder bequem hinsetzen. Ja, wir spielen mit unseren 18 Leben, die wir zum Teil ja letztes Mal erst gekriegt haben. Weiter. Okay, da komme ich nicht hin, das ist aber eine Karte. Wir können jetzt hier in eine Kanone steigen und uns darüber schießen lassen. Aber wir können auch erstmal noch Geld verlieren. Geld verliere ich nämlich gerne. Das ist quasi eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Nee, ich wollte schon zuschlagen, danke. Farbgebung mit den Freunden jetzt hier ein bisschen anders. Aber wir kommen zur Karte. Das gefällt uns natürlich sehr gut. Ja, die Kanonen erklären sich von selbst, ne? Man schießt sich quasi auf eine andere Ebene. Und das war ein zusätzliches Leben. Die kriegt man hier öfter als im Vorgängerspiel. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie man das hier macht, aber ich bin mir fast sicher, dass ich es rausfinden werde. Hallo, Freund. Okay. So, aber jetzt darf ich die vielleicht nochmal kriegen. Ja, nice. Danke. Bom. Nee, ich habe schon springen gedrückt, Freund. Ich meine... Ah, fuck, konnte ich jetzt nicht ausprobieren. Ich meine, man kann die auch in die Kanone stecken. Bin mir aber nicht ganz sicher. Und dann kann man nämlich nachher auch unten an die Karte kommen. Wir sind immer noch bei 18, also alles entspannt. Dann kann man hier drauf nämlich so ein Ding schießen. Dann kriegt man die. Meine ich. Ganz sicher bin ich mir aber nicht. Kann sein, dass es jetzt dumm war, aber ich wollte es ausprobieren. Okay, es war definitiv dumm. Denn da habe ich eine Karte verpasst. Geilo. Ich bin einfach perfekt. Naja, das schafft man, glaube ich, nicht. Okay, scheiße. Ah, wobei, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das schafft. So schafft man es auf jeden Fall nicht. Wenn ich so mache. Nee, schafft man nicht, schade. Okay, aber ich glaube, ich komme nochmal zurück, von daher kann ich es nochmal schaffen. Eventuell. Oder ansonsten sterben wir bestimmt auch nochmal. Kleine Frage. Okay, nee, da kriegt man nichts raus, schade. Meine Fresse, ich will dich doch treffen. Genau, weil die... kann man darauf schießen. Und jetzt holen wir uns erstmal kurz die Sachen hier. Dann... wollen wir uns den restlichen Scheiß. So, jetzt können wir nämlich auch nach oben die dritte Karte holen. Ich dachte gerade, die Bücher sind auch wieder zu, aber sind sie nicht. So, jetzt haben wir das nämlich auch wieder. Kannst du da hinschießen. Na, fair viel Zeit, würde ich sagen. Ich muss sagen, bei den Raketen durchzukommen, finde ich kacke.
So, wir sind wieder full life. Warte. Okay, da kam ich nicht rüber, leider. Nee, ich darf nicht so lange drücken. Ich komme halt nicht ganz genau wieder drauf, ne? So nämlich. Guten Tag. Lassen Sie mich doch mal bitte hinein. Bitte hinein, danke. Le Bon Race. Ach so. Okay, das war nicht so gut. Okay, das ist schwierig, muss ich sagen. Also schwieriger als gedacht. Was gibt der mir denn, wenn ich das gewinne? Kann ich das einfach unendlich neu machen? Wo zum Teufel sind wir? Ah, hier sind wir, okay. Können da also theoretisch nochmal hin. Okay, ich dachte, die kommen da nicht mehr raus, wenn man einmal drauf stand. Sie kommen da trotzdem noch raus. Gut, wir haben ja alles gemacht. Ich habe keine Ahnung, ob man sein Geld behält. Ich gehe aber von ja aus. Wir gucken jetzt einfach nochmal, dass wir hier wieder hinkommen. Wir gehen davon aus, dass ich mein Geld behalten habe. Die kann ich ignorieren. Kann man mitnehmen. Ich bin übrigens ein bisschen ruhiger, wenn ich versuche mich zu konzentrieren, ne? Sollte klar sein, hoffe ich. Weil ich bin ja schon wieder halb tot. So, das haben wir einigermaßen überlebt, muss ich sagen. Okay, da haben wir nochmal und nee. Man muss halt relativ gut timen, dass man auf der Kanone landet. Und dann trotzdem noch im Laufen ist, weil im Gehen kommt man noch nicht rüber. So, wie mache ich das hier besser? Darf ich überhaupt nochmal? Ja, darf ich. Nein! Okay, das ist echt schwierig, muss ich sagen. Das meine ich nochmal, oder? Das ist schon schwierig, ey. Ich würde gerne wissen, was man kriegt, wenn man gewinnt. Aber ich habe nicht erwartet gehabt, dass hier so hart ist. Okay, kleiner Spaßfakt, das war ganz schön gemein. Das respawned? Nö. Hä? Okay, ich bin gerade ein bisschen überfragt, wie ich da wieder hinkommen soll. Ich gehe mal jetzt wieder hin. Vielleicht respawnt das auf Distanz. Weil die Gegner respawnen ja zum Beispiel auch. Die kann man übrigens deutlich besser wegschießen. Ja, okay, aber das Zahnrad respawnt nicht. Ich glaube, hier wäre es klüger gewesen, drunter durch. Ah ne, drunter durch kommt man immer noch, okay.
Schießen wir uns mal hin. Okay, die geschlossenen Bücher gehen zu. Das wollte ich nicht, aber ich hab's gekriegt. Cool. Ich muss echt aufpassen. Ich hab echt nicht mehr so viel HP. Ich dachte, ich hätte noch was anderes gesehen. Gut, wir können aber die andere Seite ausprobieren, glaube ich. Hoffe ich. Keine Ahnung, wo wir sind. Scheinbar irgendwo ganz anders. Okay, interessant. Bomben. So. Gib Leben. Okay, haben wir noch zwei davon gekriegt und dann können wir noch ein paar unten lang mitnehmen. Geht natürlich erstmal wieder zurück. Merk schon, die Parts werden hier deutlich länger. Ich habe versucht, noch zu bremsen, nicht jetzt springen sollen. Gott. Ja, fast alles, was wir brauchen. Ein Sack voll Leben. Willst du mich verarschen? Okay, wir kriegen kein extra Leben mehr. Weil die sich gedacht haben, ja, das Ei fliegt dieses Mal anders. Und kickt die nicht weg. Das war ja räudig. Das war, glaube ich, einer zu wenig für Bomben. Okay, das sind schon mal zwei. Ich glaube, wir haben schon alle vier, oder? Ja, drauf geschissen auf den Eimer, oder? Meine Güte. So, und jetzt möchte ich mal was ausprobieren. Okay, ich habe keine Ahnung, wie man das kriegen soll. Das Helmchen, da haben wir gekriegt. Wenn auch mehr unabsichtlich als absichtlich. Geht's hier überhaupt weiter? Ja, hier geht's weiter. Das ist nur die Frage, ist es überhaupt ein gewollter Weg? Ja, okay. Hier kommt man auch hin, wenn man... Ich wollte auf das blaue Ding springen, Entschuldigung. Das war dusselig. Gut, wir haben alle gekriegt. Dafür ich noch ein Leben, glaube ich. Also ein ganz guter Level. Ich würde aber sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.